so wie am Sonntag und es ist so geblieben. Ne? Schauen wir uns mal den neuen Kontostand an. Das müsste scharf genug sein, ne? 0,01 jetzt sich erinnern, wir haben ja endlich die 7 Euro runtergekriegt. Also man verlässt sich auf diesen Freund, wo wir jetzt paddeln gehen müssen, ne? Jetzt nächste Woche. Sie sehen nochmal, dass es unser ist. So, und ich möchte auch nochmal warnen, zu Vorsicht warnen und das sagen lassen mit Überweisung für uns, genau. Aber das ist einfach zu gefährlich. So, möchte nochmal erinnern, nochmal sagen, dass es sich zuspitzt. Das ist ja jetzt der 12. Tag. Ja. Und dass ihnen das egal ist, sie schieben es den Freund hin. So, man enthält uns da einfach Geld vor, ne, was uns zusteht. Wenn später wird und so, man, verstehen Sie, man tut später doof, uns jetzt fehlt das. Wir müssen uns nur noch darauf konzentrieren, nichts anderes. Ja. Wir werden zufällig genervt, weil immer wieder erinnert der Körper den ganzen Tag Hunger. Er weiß doch nicht, was hier los ist. Ja. Den kann ich doch nicht abstellen. Plus Vergiftung, plus Kälte. Möchte man sagen, es kommen hier total in Schwitzen draußen. Weil das ist natürlich Windschirmeffekt, da es immer leicht zieht. Ne? Also kann man immer sagen, durch Windschirmeffekt, die Temperaturen stimmen sowieso nicht, sind mindestens 5 Grad kälter. Genau. Vielleicht sogar 10, wenn es gleich ein bisschen kälter zieht. Okay. Ne? Also es ist hier warm draußen, wir haben uns viel zu warm angezogen, wir schwitzen so richtig. Genau. Ne? So, man möchte auch sagen, weil ich hier gerade sehe, dass Polizei vorbeifährt, dass ich das auch mal geklärt haben möchte mit dem Schlagstock, ne? Die ja damals so doof taten. Genau. Glatze, bisschen größer als ich, ne? Totaler Hampelmann. Ne? Ja. Haben ja damals nicht viel vorgenommen, war mir doch egal, war dann Polizist. Nein, nein, hier ist ja viel mehr los. Hier ist viel mehr los und man wusste ganz genau Bescheid. Ne? Polizeieinsätze gab es immer wieder gegen uns und noch viel, viel mehr. Können uns nicht erinnern, weil wir unter Hypnose fielen. Genau. Und die Polizisten werden vielleicht auch gedacht haben, die normalen, die da nicht zugehört zum Volkspolizisten, waren sie nicht doof, die können sich gar nicht erinnern, dass wir da waren. Genau. Ne? Mann, die muss auch besonders doof sein. Okay. Na, nun wissen sie es ja, wie es ist und wie es gelaufen ist und warum es so war. So, also spürt sich zu, es ist hier viel, viel mehr. Wir haben dadurch keinerlei Chance. Man wartet jetzt ein bisschen ab und näher ist hier näher auch schon wieder Weihnachtseinkäufe und so, denn es ist überall nur voll und dann brauchen wir nicht mehr losgehen. Man will hier nur an uns ran. Nichts anderes. Man hört nicht auf. Man hält uns doch schön hin, man wartet bloß, bis richtig kalt ist so und dann hat man uns vernünftig. Ne? So, und wir wollen hier sofort was vernünftig haben, eine ordentliche Bleibe, abgesicherte totale Bleibe, oder nicht? Ja, auch so. Und das Wohnungsamt, das macht sich hier sofort in die Spur. Ich möchte hier sofort haben. Miesbachen so, ich will hier endlich alle total unten sehen, wo sie hingehören. Denn, genau. Ich erinnere nochmal, das geht hier genau hier nach hin und man hat uns hier alles gestohlen. Und jetzt will ich es haben. Überall, wo ich gucke, immer nur dumm, immer nur absolut keine Hinleistung. Denn, und man enthält uns da knapp 600 Euro, ne, kriegen wir immer, ne, weil wir ja so sparsam waren, ne, bei Energieverbrauch. Sonst, ja. sonst haben wir immer nur 5 noch was, ne, man hat da ja ganz bloß 70 oder so haben wir bezahlt, und ne. Wir haben über 80, 90 Euro abgezahlt. Ja, weil wir mussten ja auch noch für die Heizung extra noch was bezahlen und so, ne. Das ist, ich möchte sofort Geld von Miesbach und von allen. Wir hatten die Heizung, ich will endlich die Entschädigung, die wir auch immer gefordert haben, ne. Was man denn, man hat ja in Deutschland genug Möglichkeiten, dann gegen wieder vorzugehen und so. Ich möchte sofort, dass es hier anläuft. Weil hier läuft nichts, wie ich gesagt habe. Es gibt bei ihr alles, was sie jetzt noch machen, gibt nur noch Ärger. Genau. Nichts anderes. So, und man lässt uns nicht an Geld ran, man will uns raus haben aus dem Internet. So, man hofft, dass der uns was gibt zu essen. Das ist unglaublich, ne, Nati? Ich erniedrige mich nicht hier so und bettel immer weiter rum. Ich muss den jetzt einfach anbetteln, das muss ich mal überlegen. Ja. Wer macht denn sowas, ne? Was müssen wir uns hier weiter erniedrigen lassen? Das ist doch nicht normal hier. So, ich fordere nochmal die freien Länder der Welt auf. Handeln Sie hier endlich. Das ist doch nicht normal. Dieses ganze Land lebt nur von uns. Dieses Land passt jetzt auf, dass wir keine Nachkommen haben, ne? Genau. Man merkt doch schon, was wir machen müssen. Ja. Keiner holt uns hier raus. Das ist doch nicht normal. Hochkriminelles Deutschland. Da gab es schon die totale Wende. Merkel und Gauck, die sind immer noch oben. Und möchte nochmal alles sagen. Die sind so unsicher, da brauchen sie keine Sorgen machen. Der Druck ist schon schön da, aber das reicht mir alles nicht. Nee. Hier scheint noch nicht genug Druck zu sein. Hier muss noch viel mehr Druck sein. Nee. Ne? Was man hier um uns wieder abgezogen hat heute Nacht alles und so. Und zerbrochen hat und alles. Ne? Nee. Wir müssen das nur mal anhören auf unsere Audios. Ja. Und was man da rumgeschrien hat, sie waren ja jetzt dabei. Haben wir zufällig aufgenommen. Da dachte man wohl, wir schlafen. Man hat sich ja wohl nicht richtig abgesprochen, ne, Nadi? Ja. So, nochmal Blaulicht, das muss nicht von der Polizei gewesen sein oder so. Es gibt Lampen, die blau blinken. Na, Sie sollten diese auch kennen, diese großen Scheinwerfer. Weil das war ja nur an einer Ecke, das war ja nicht überall und wanderte nicht, ne? Nee. Möchte ich da auch mal sagen, ne? Ja, so, und haben Sie vorher Signale gehört, haben Sie auch nicht gehört, ne? Ja. Das war, so macht man es nur mit uns. Auch nur rot, auch nur direkt gelb. Und dann kommt man sich sehr, sehr schlau vor, wenn man um uns total doof tut. Genau. So, und heute war das eben mit dem Wagen, ne? Der stand seit mindestens um 7 heute Morgen, stand er wahrscheinlich durchgehend. Wir haben das nicht beobachtet.
Ich hatte heute keine Lust rauszugucken, weil Sonntag ist, ne Leute? Genau. Trotzdem müssen wir raus, wir müssen ausatmen. Genau. Und gut, dass wir noch hingeguckt haben, so dass der 12. Tag. Gut. Ich werde mal unterbrechen.